Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Walking Dead. Die Ente wird ein Zombie, wollte ich sagen. Achso, die Ente wird ein Zombie. Ja, zuletzt haben wir den Zug befreit, also beziehungsweise entkoppelt und wir haben Chuck getroffen, den Landstreicher. Der uns jetzt ein Chuck. Lied singt. Harry. Harry, Partner. So, wir machen also, wo kommst du her? You live around here? Den quetschen wir jetzt aus Georgia wie eine Zitrone. Boy. You saw where I live. Why are you alone? Das sind Landstreicher normal, ne? Be doing all right. Fine, then. Okay. I'm sorry. I do like being around y'all, actually. It's nice. Mm-hmm. You caught us on a bad day. You still got a couple of kids. And this one's got a good spirit. That's some kind of something. I'll talk to you later. Hope so. Mhm. So, sollen wir uns mit denen unterhalten? Das waren doch die Kekse aus dem Auto, oder? Nee, das war eine rote Packung. Ja? Sollen wir nochmal nach den Keksen gucken? Warte. Nö. Nicht? Nö. Ich würde noch. Brauchen keine Kekse. Nicht die beim Zombie rumgegammelt Kekse. Haben. Kekse. We're cut loose. Kekse. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Want a ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Duck's sick. Yeah. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Mm-hmm. Let me look at him. Oh, die Augen sehen schon ganz schlecht aus. We can't ignore this. Look at the kid, Kenny. This is happening. Ain't shit happening. And if it were, what can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. Mm-hmm. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Cat. Oh man, jetzt haben wir gleich ein Zombie-Kind auf dem Zug. Until we get where we're going. No. Oh mein Gott, wird gleich noch ein Kind erschlagen. Wird schlecht. Da ist immer noch das Zombie-Dings drin. Ja genau, wir drin. Gucken erstmal nach dem Zombie-Dings. Nee, wir gucken erstmal nach dem... Ach, jetzt darf ich, ja? Ja. Jetzt darf ich. Ja. Nicht Gashebel. Wir ja, ich konnte aber nichts anderes. Doch, wird zurückgekonnt. Na egal. Mir ist egal. Und jetzt? Meistens sind gleich aus dem Zug den armen Kerl. Wir hätten die Kekse holen sollen. Und jetzt legt er sich aufs Gleis und zockt den Stuck. Stoppt den Zug. It gotta be hard on you, eh? Three adults taking care of three kids. Mm-hmm. No disrespect, son. Es gab mehr von uns. There were more of us. Dad get 'em? Yeah. Yes. Oh, it's a shame. Lee! Lee, I need you right now. I need you to go get Ken. What's... Would you get that off his face? My hands are full here. Was aus seinem Gesicht? Okay, alles klar. Erstmal auf dem Boden. Thank you. Could you just get that off his face, please? Ja, klar. Doch. Oh, Menno. He's out of time. We need to stop this train. Okay. Please. Alles klar. War das die richtige Tür oder falle ich jetzt raus? Nee, fällt jetzt raus. Uah, Folge zu Ende. Ja. So wie ich mich kenne, ist das möglich. So.
Okay, können wir jetzt nichts mehr machen. Na, mach doch auf, ich hab dir doch schon Befehl gegeben. So, jetzt red mit ihm. Und weh, der schickt mich jetzt wieder weg. Der will nicht hören, ich sag's dir. Ihm das Taschentuch zeigen. Kenny. What? Ken. What the hell's that? Das Blut deines Sohnes. Your son's blood. Get out of here, Lee. You know he's dying. Nobody knows shit. He'll be fine. Ach ja. Drei. Oder drei. Sorry. Ah, oh, jetzt. Talk like that right now. Go back there and tell my wife everything will be fine. Nee, wird's nicht. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Nein. Jesus, all y'all are just making it worse. Why? You're in denial. And you've given up on Duck, on everyone. Stop it, goddammit. Fuck you, Lee. You're gonna listen. Or what? Beruhige dich, ja. Calm down and... How the fuck do you calm down after a day like today? By talking to your friend. You couldn't save Herschel's son then, and you can't save Duck now. Shut your mouth! So you're running like a coward. Ah, oh, ich hab's nicht sagen dürfen. Nix. Oh, war aber schnell genug. I don't need you and Duck doesn't need you. Ich kann nichts machen, doch hier. So, und jetzt? Muss ich ihn jetzt umbringen? Nein, glaube ich nicht. I don't give a fuck that we don't get along. I'm not letting you do this to Cat and Duck. Genau. Wo jetzt? Mein Freund, du schlägst mich nicht. Und nochmal. You wanna hurt people because you're afraid. Losing Duck ain't enough for you. Because you fucking jetzt? Lose everything acting like this. I'll fucking kill you before I let that happen. Nein, machst du nicht. Jetzt guck Dings zu, oder? Clementine. Hoffentlich nicht. Eins, ja. Hier habe ich sehr gut. Ah, stopp den Zug. Ja, ich habe ihm auch Vernunft beigebracht, indem ich ihn fast umgebracht habe. Alter Schwede. Krieg vor Aufregung schon eine ganz heiße Nase. Ich schieße ihm nicht in den Kopf und schlage ihm auch nicht den Schädel ein. Dann kann er wohl machen. What do you need? I Katja. It's time to... This is not possible. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... Come on, Cass. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or... Something we can just give him. Stop it. Just drift off to sleep. Right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. Oh, fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. I'll do it. No, you don't have to. Gotcha. Fuck. Oh Gott, ich mach das. I can. I can do this. I'll do it. No,
It should be apparent. No parent would have to do something like this. Lee's right, Kat. We can say our goodbyes and just let that be it. I don't know. Lee, you'd be doing this family a great service. Why don't we take him into the forest, so Clementine doesn't have to see? Ja, das wäre bitte wär ganz schön. Give us a moment to say goodbye. Of course. Ich glaube, die weiß ganz genau, was abgeht. Wir sagen ihr die Wahrheit. Doc is dying. Ja. I know. What are you doing? Bei den Erlösung von seinem Leiden. Putting him out of his misery. Oh. Yeah. Look, Clem. Things are... What the? No! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. Oh fuck, wer ist das jetzt? Die Mutter hat umgebracht. Die hatten doch alle Waffen. Cat! Cat! Gotcha! Oh mein Gott, er sieht schon ganz schlecht aus. Why, Cat? Honey? Oh, fucking God. What the hell happened? What did you... She couldn't... She just... Fuck! Bist du jetzt ein Zombie? Wo hat sie sich denn hingeschossen? Mach das jetzt selber. What do we do? Mich da liegen lassen. Give me the gun, kid. I'll do it. Gott, mir wird schlecht. Mann, jetzt muss ich noch drücken. Ich hoffe nur, dass sonst niemals Vorwürfe davon macht. How you doing?
Ja, das war. I don't care what reasons you had for doing it. No reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Because she is. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. But y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. Es gibt einen zweiten Teil. I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? I figure it out. Well, get to figuring, because it'll be on top of us before you know it. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map, for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you, it won't. Oder Realist, wie man will. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for crime, and he cut that hair. Like a gun. Are you kidding me? What? She's too young to handle one? There ain't too young. Ja, das stimmt. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. Find some scissors in my pack and take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do mit den Haaren zu tun. Vielleicht, dass er nicht gezogen wird oder so. They have. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plan, a haircut, and a gun. It's good advice. It's something. Okay. You have any family? Out there, somewhere. Been sort of on my own for the past, 14 years now. Sorry to hear that. No one to blame. You're homeless then. Ja, würde ich mal behaupten, oder? I've had homes here. Immer irgendwie alle. And they just don't work out. I like a drink, you know? Yeah. Got any? No. Darn. Be safe up here. Ach shit, you das wollte ich ganz wohl eigentlich zwei drücken. Naja, muss ich mir nicht sagen. Alles klar. Darf dir nicht sagen, dass ich die zwei drücken wollte. Komm ich denn jetzt? Hey. Hey. Die sieht auch aus wie ein Zombie. Ein Boot. You still want to get a boat? It's still the best plan. Yeah. It's the best plan. Okay. Ich kann jetzt nehmen. Mind if I get by you for a second, Kitty? Can you just leave me alone? Soll ich nochmal? Ja. You mind if I look in there for a second? I really wish you'd just leave me alone. Und wenn ich ihn noch einmal frage, dann haut er mir eine. Alles klar, dann gehen wir mal raus. Ja. Reden wir mal mit dem, der Arme. Hey, Ben. Hey. Aren't many of us left. Yeah. You, me and Kenny. Clementine. The homeless dude if he sticks around. Are you able to step up? I can do just as much as anyone else. Good. I hope that's true. Carly didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. See you. Yeah. No, hab ein schlechtes Gewissen. Er steht rein. Können wir ihn bringen? Mhm. Was ist das? It's a fifth of whiskey. Und da liegt irgendwas. Noch Blut von dem Jungen. I hope we're not on this train much longer. Okay. Dann bringen wir ihm das, oder? Ja. So, wo war der denn? Vorne. Ach so, vorne. Mhm, alles klar. Guck mal, ich hab gar nichts gemacht, der ist ganz alleine da reingegangen.
Erzählt er uns jetzt, was wir mit dem Fusel geben? Damn. Didn't realize I had it left. Thank you. Deiner Tasche, das stand offen auf dem Karton. Nein, danke, ich möchte nichts trinken. No, I'm fine. Suit yourself. Selbst beleidigt, weil ich nichts mit ihm trinke. Das ist egal. Anybody in there want to share a drink, you let them know. Will do. Alles klar. Gehen wir wieder zu Clementine. Was wartet er sonst gebracht? Gar nichts. Hast du nicht mal noch mit ihm gesprochen? Nee, er hat gesagt, ich soll denen da drin sagen, dass wir was mit okay. ihm trinken können. Get out of here. Red mit ihm. Könntest du ja genau, er kann einen Schluck vertragen. He's got some. Ja, sonst wird er nicht. Ja, das kann jetzt Kartenfach. Genau. Ja, gut. Und in die Zauberhosentasche. Ja, ihr Lieben. Wir sollten noch eine Schere suchen, oder? Oder war das später in gemeint? In seiner Tasche. Aber ich wusste, dass er mir das jetzt sagt. I was the one giving the bandits supplies. What? Schubst dann jetzt zum Zug. It's all my fault. Drei. What for? Why the hell would you do this? They said they had my friend, that he was with them. By the time I realized they didn't, it was too late. They said they'd kill me. Kill all of us. I'm sorry, Lee. Ja, ihr Lieben, das Gespräch, denke ich, werden wir in der nächsten Folge weiterführen und Ben ordentlich den Kopf waschen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge. Ja. Übermorgen. Übermorgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao.